Ja, und damit herzlich willkommen, Freunde, zu einer neuen Folge Doom and Destiny. Und wir waren ja hier in der Stadt stehen geblieben und wir wollten uns ja noch ein bisschen umgucken. Gibt's ja noch jede Menge zu entdecken. Bin mal gespannt. Der Typ links sieht aus wie ich. Waren wir hier nicht schon drin? Der Typ rechts sieht aus wie ich. Mir ist aufgefallen, dass Menschen, die über Glühbirnen reden, Trainer sind, die euch ein paar Spezialfähigkeiten mitbringen. Ja, ich glaube, hier waren wir schon. Hallo, die Herren, was kann ich für Sie tun? Was gibt's denn hier? Hier gibt's tatsächlich nur Essen. Ihr könnt euch nicht darüber beschweren, dass ihr nicht ständig Rationen essen könnt, wann immer ihr wollt. Ah, ich glaube, hier waren wir schon. Kommt mir irgendwie so bekannt vor. Ja. Okay. Katze dreht gerade am Rad. Hier im Norden gibt's da noch bestimmt was, wa? Wow! Was? Ihr wollt vor? Für 20 Golds lasse ich euch vor mich. Nee, warte mal. Hört auf, mich zu betatschen, ich bin nur ein Kind. Oha! Magische Rakete. Lass mir in Ruhe! Alles klar, und? Sorry, Leute, aber ihr müsst genau wie alle anderen auch in der Schlange warten. Ey, müssen wir uns echt nach vorne kaufen? Komm schon, warum dauert das so lange? Es bewegt sich kein Stück. Mir gefallen ihre Taten besonders gut, besonders die, die anderen Menschen nervig und überheblich finden. Ich bin total schwul auf die Krieger des Lichts. Alles klar. Ich liebe die Krieger des Lichts, weil sie meine Emulator verstehen. Aber ganz ehrlich, soll ich jetzt dafür Gold ausgeben? Golds? Sorry. Ich weiß, ich bin Skelett, na und? Darf ich deswegen kein Fan der Krieger des Lichts sein? Ich war schon immer ein Fan der Krieger des Lichts. Auch wenn ich letzte Aufträge nicht so gut wie die alten waren. Dieser riesige Truthahn lädt einfach zu einem Picknick ein. Na klar. Komme ich vorbei an den. Okay, nee, werde ich erstmal noch nicht machen. Warte mal, gab es da einen VIP-Bereich? Nee. Da gibt es ja noch viel mehr zu entdecken, ne? Es gibt hier noch den Süden. Waren wir hier überall schon drin? Waren wir hier drin? Ah, ja, mit dem Hund, der mich nicht rauslassen wollte. Stimmt! Ah, das ist wieder ein nerviger Typ. Oh Gott, weg. Das ist Schlosshausen, die Stadt, in der Träume gewebt werden. Genau östlich von hier hinter den Bergen ist eine kleine Kirche. Ich habe gehört, ein paar Fertigkeiten... Was? Ich habe gehört, dass der Priester zahlende Abenteurer ein paar Fertigkeiten beibringen kann. Okay. Willkommen in Schlosshausen. Profi-Tipp, häufig speichern. Du kannst jederzeit im Menü speichern. Okay. Ein Inn. Schlafen ist der beste Heilmethode. Wenn ihr euch auf der Weltkarte seid, schaut euch nach Lagern, kleinen Dörfern und Städten um, in denen ihr euch ausruhen könnt. Dieser Raum braucht ein paar Möbel. Er ist so billig. Definitiv. Sehe ich auch so, was gibt's hier zu klauen? 40 Golds für eine Nacht. Möchtet ihr übernachten? Nein. Okay, oh Gott. Der komische, oh Gott. Was gibt's denn hier? Verschlossen. Fängt ja gut an. Komm ich hier nicht hinter. Du bist... Während Waffenzubehör und Rüstungen für jede Klasse spezifisch sind, können Ringe und Accessoires von jedem getragen werden. Die helfen einem ja mal wirklich. Vergesst nicht, ein guter Held beschwert sich nicht darüber, dass er Sachen kaufen muss. Er muss für jedes Schwertschild und jeden Trank bezahlen. Oh, Moment. Ich habe was ganz Doofes vergessen. Ah, jetzt ist er. Das ist unsere Tradition. Ja, ich habe vergessen, meinen Timer zu starten. 19% der Helden kommen aus bescheidenen Verhältnissen. Die meisten von ihnen fangen schon als Kinder an. Darum sind die meisten Startwaffen billig und einfach zu benutzen. Okay. Wie kann ich euch helfen, junger Held? Langschwert. Schleuder? Die ist schlechter. Ach ja, mir ist noch was eingefallen. Ich habe mir, als ich mir mein Dings angeguckt habe, das Video. Nein. Ja. Wir haben nämlich tatsächlich zwei Sachen noch bekommen beim letzten Mal. Und zwar einmal
als wir diesen Drachen besiegt haben. Die Drachenschuppenrüstung. Die ist unheimlich gut. Die Dungeon-Weste. Auch unheimlich gut. Sonnenbrille. Ausweichen reduziert. Wozu braucht man das? Ah. Lass mal einfach mal. Müssen wir nicht hinscheißern, Link. So, jetzt wollte ich nochmal. Für 2 Punkte, für 5 Punkte, das würde sich eher lohnen. Okay, das würde sich auch lohnen, weil er braucht ja keine Stärke. Er braucht ja dieses Sch. Ach komm, nehmen wir die auch mit, wir haben's doch. Scheiße. Es geht schon wieder los, es geht schon wieder los. Inventar, Waffen. Langschwert. Rotschwert. Nee. Ah doch, war doch das. Und die Schleuder. Gut. Jetzt müssen wir nur noch bei Ihnen hier die Holzlatte austauschen. Was? Was steht da? Moment. Aus Holz, seit 1988 im Einsatz gegen Bösewichte. Buddel dir deinen Weg durch die Gegner. Bäh! Falls jemand fragen sollte, wo er hängt. Ein Klassiker. Mit ein wenig Glück kann man damit Riesen erledigen. Ein Klassiker, nur kürzer. Rostig, aber immer noch stilsicher. Steht hier auch noch was? Halb Schild, halb Waffe, halb voll. Von einem mächtigen Topf. Kann man auch im Dunkel tragen. Aus echten Drachenschuppen gefertigt. Tue wenigstens so, als würde er vor etwas schützen. Leichte Weste aus echter Dungeon-Haut. Das ist ein Dungeon. So, raus. So, da gibt's noch Rüstung. Oh, pass auf, jetzt. Tausche ich bestimmt aus. Ich bin auf der Suche nach einer Rüstung, die ich auf Hochzeit meiner Tochter anziehen kann. Selbst wenn euch der König als Helden bezeichnet, braucht ihr hier keine Rabatte erwarten. Es ist Tradition, dass auch Helden ihre eigene Ausrüstung ohne Beihilfe zahlen. Ist okay, sorry. Wie kann ich euch helfen, junge Helden? Helfen. Okay, Lebenspunkte würden Resistenz steigen. Magie braucht er ja auch gar nicht. Die ist gut. Da würde ich Stärke leiden. Aber er hätte mehr Leben und mehr Ausweichen. Ja, aber die Stärke ist bei ihm ja als Krieger schon wichtig. So, die MP würde da auch runtergehen, aber sonst würde es eine Menge verbessern. Na toll, jetzt tausche ich ja schon wieder die Rüstung aus. Zweites Messer. Hm. Nee. Ja, toll. Gerade angelegt. Super. Aber irgendwie haben wir noch nicht für 2 Leute was noch nicht bekommen. Der beste Weg, um einen Kampf zu gewinnen, ist nicht zu verlieren. Super Tipp, auf jeden Fall. Ganz heiße Nummer. Um Fertigkeiten zu erlernen, müsst ihr einen Trainer bezahlen, der euch die Technik beibringt. Und diese dann ausrüsten. Vergesst das nicht. Niemals. Ein Krieger kann seinen Gegner kontrollieren, damit sie ihren Angriffen auf ihn konzentrieren. Fertigkeiten mit Effekten sind äußerst hilfreich. Ich kann mir nicht entscheiden, Schoko oder Krieger. Welche Klasse soll ich nehmen? Verteidigung ist für Schwächlinge. Die beste Strategie ist, den Gegner zu erledigen, bevor er merkt, dass ihr da seid. Mal schauen, was ich euch beibringen kann. So. Wow, das kostet alles Geld, ey. So. Wir nehmen alles mit. Weil wir es leisten können. So. Die beste Verteidigung ist eine starke Offensive. Was kann ich euch beibringen? Oh Mann. Ich werde schon in der ersten Stadt vollkommen arm. Okay, Fertigkeiten. Gucken wir doch mal. Der braucht erstmal ein Update, ne? Achso, ne, warte mal. Er hat ja noch 2 Technikpunkte. Gut, was können wir dann? Schleichangriff. Ein Muss für jeden Schurken, der Feind würde dich nie kommen sehen. Das ist nicht schlecht. Kämbrecher, ein gezielter Karateschlag, der die Geisteskraft des gegnerischen Feindes schwächt und bricht den Gegnern die Arme, um ihn zu schwächen. Achso, das würde die Stärke runtermachen. Das, ja. Achso, erstmal auf jeden Fall den Schleichangriff. Und dann würde ich sagen, erstmal den. So, Mike. Du kannst noch nicht den Molotov-Cocktail, weil du hast keinen Point mehr frei. Nigel hat auch keinen Point frei. Du hast einen frei, Johnny. Kraftangriff. Triff deinen Gegner mit einer kräftigen Attacke. Fordere deinen Gegner zu einem tödlichen Duell heraus. Das ist quasi der Spott.
Unaufhaltbar, ein mächtiger Schrei, der deine LP wiederherstellt. Oh, das ist auch nicht schlecht. Aber ich glaube, ich setze das mal auf Craft. So, die Stadt ist noch nicht fertig. Gucken wir uns mal weiter oben um. Wir können nämlich hier noch bestimmt lang. Jawohl. Okay, die summt. Die summt auch. Eine Fertigkeit auszustatten und abzulegen funktioniert immer außerhalb eines Kampfes. Vergesst also nicht, euch vor einer Schlacht vorzubereiten. Der Lahmlose hackt etwas aus, das spüre ich. Wenn ich doch nur ein Held wäre, könnte ich diesen Dämon selbst töten. Aber das bin ich nicht, also müsst ihr das übernehmen. Verschlossen, alles ist zu hier. Ich bin schon alt. Lass uns zusammen spielen. Nein. Fühlt euch frei, mein Haus zu plündern. Jetzt geht das wieder los. Du hast nichts, Oma. Du hast doch eine Kiste von dir gefunden, Kartoffelchips. Wow. Der singt. Oh, Fruchtgummis. Sehr fein. Gut, Haus ihr plündern, aber auch nur für die, das, was den Kindern gehört, ne? Das Haus ist gruselig. Du bist gruselig. So, hallo. Wir können hier nichts scheinbar richtig anlegen. Wie kann euch die Magie helfen? Wie kann sie mir denn helfen? Extra Leben. Magische Kerze. Visible passive on no one. Ich nehme das mal mit. Aspirin ist recovered. Die Kerze kommt mir nämlich komisch vor. Zauberstab. Oh yes. Oh yes! Magisches Zeug, was ist das? Zubehör. Magisches Unterhemd, Rüstung. Ach, für den Piraten. Und eine Holzflöte. Ich bin arm. Ich muss definitiv. Kann man hier schon mal ein bisschen was verkaufen? Holzlatte. Hammer. Schaufel. Knochen. Rostet Schwert. Nee. Auch kein Schwein. Drachenschuppenrüstung. Nur 22 Gold? Was ein Scheiß. Und die Dungeon noch 22 Gold. Oh Gott, ich werde hier so arm schon. Zum Anfang. Ansonsten muss ich mal kurz trainieren gehen, weil ich würde gerne dann doch schon hier alles mitnehmen in der Stadt, bevor wir uns dann auf den Weg machen, um richtig hell zu sein. Inventar. Waffe. Zauberstab. Bam! Habe ich nicht noch die Flöte gekauft? Ah. Blauer Umhang. Magisches Unterhemd. Magisches Zeug. Ah, jetzt haben wir den Helm abgelegt, okay. Zubehör dafür, den Deckel ablegen. Okay. Sind wir ja eigentlich ganz gut ausgerüstet, ne, schon? Verkaufen. Hier, nimm mal den Holzsattel, Topfdecke, Helm. Ich habe sogar noch ein extra Leben, habe ich gerade gesehen. Feuerball verbrennt alle eure Gegner mit einem einzigen Treffer. Ein brennender Charakter verliert 10 Punkte Stärke und Geisteskraft. Cool. Achso, hier sind wir. Wie kann uns das weiß bringen? Eisknall kann eine Menge Schaden an einem einzelnen Ziel verursachen. Es dadurch gefrieren, verlangsamen. Ein gefrorener Charakter verliert 10 Punkte Geschwindigkeit und Ausweichen. Oh Gott, ich werde arm. Ich kann euch ein paar Zauber lernen gegen Bezahlung. Aber läuft. Ich kann mir noch alles leisten. So, jetzt bin ich aber definitiv pleite. Kann man hier noch was ausrauben? Ich möchte noch was haben. So, warte mal, wem können wir denn jetzt hier eigentlich noch irgendwas beibringen? 0, 0, 0, 0. Wir müssen leveln. Okay. Super. Gibt's hier noch irgendwas? Hier sind haufenweise Katzen. Warum? Nee, ich lass mich nicht mehr einsperren. Nie wieder. Okay. Wo muss man jetzt eigentlich hin? Osten? Westen? Ich hab keinen Plan. Ich würde sagen, wir verlassen jetzt mal die City. Vorher werden wir noch. Moment. Können wir eigentlich noch eine Nacht pennen? Noch so viel Geld? Schön heilen und so? Hi! Jo. Oh, geil, dann haben wir noch viel Gold. Verdammt, ich bin echt zu verschwenderisch, wa? Ich hab das Gefühl.
So, speichern wir mal noch. Plups, plups. Das war's schon. Super. Na dann, mal raus aus dem Land. Ich glaube, nach Osten müssen wir, oder? Okay, kämpfen. Fertigkeit. Wir müssen mal einen schlechteren Griff ausprobieren. Den Magier. Geilo. Au. Okay, Fertigkeit. Kraftangriff mal auf... Der ist tot, der ist dann auch tot. Warte mal, wer kommt als nächstes dran? Aha. Er wäre der Nächste. Okay, er ist noch nicht tot. Molotow-Cocktail. Für die Freiheit. Magische Rakete, okay, kennen wir ja eigentlich schon. Aber egal, er ist ja Magier. Leider nichts Nützliches gefunden, aber 69 Gold. Super. Oh Gott. Moment, wie war das mit der Karte? Ah ja, wir sind vollkommen falsch. Oder, nee, das war ja... Ich glaube, wir müssen besten. Was ist denn hier los? Hühner? Okay, angreifen. Ich nehme das Huhn jetzt mal nicht so voll für voll, ne? Oh. Wow! Wow! Alter! Ey! Stimmt denn mit dir nicht? Okay, als nächstes ist, Fertigkeiten. So, du machst mal das Huhn jetzt hier weg. Bam. So, und du haust mal den voll einfach einer rein. Jetzt ist er dran. Ah. Oh, magische Schleuder, Badenhut, Essensration. Was ist das? Angry Birds? Okay, Moment. Wir haben einen Badenhut bekommen. Badenhut ist für... Er haut die Flöte weg. Wow, warum habe ich mir die auch gekauft? Okay, Moment. Ich glaube, wir müssen... Was ist das? Fruchtgummis? 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 Was bist du für ein Komischer? Okay, der will nicht mit uns reden. Fruchtgummis? Alter, der hat ja so viele Fruchtgummis. Stimmt mit dem nicht, wozu ist der hier? Wir dürfen jetzt die Bauern ausrauben, ja? Locker Cola. Helden, die Worte waren also wahr. Ich hoffe, ihr habt den bösen Namenlosen besiegt. Ich habe gehört, dass er echt gemein ist, ein wahrer Bösewicht. Echt, ja? Hast du? Warum sind denn meine Türen hier verschlossen? Ist auch nix. Elixier in Ruhe? Nein. Nö. Aspirin? Aspirin? Alter. Sind die jetzt echt nur dafür da, ausgeraubt zu werden? Ich glaube, wir müssen in den Westen, oder? Verstehe. Hi. Wenn ihr Schätze erhofft. Habt, werdet ihr enttäuscht sein. Nur Pferdescheiße und Vogeldrag, meine Freunde. Warum? Dann gib ihm Pferd. Scheiße, echte Scheiße, Igitt. Ich verrate euch ein Geheimnis. Drückt Leertaste auf der Weltkarte, um eine Minikarte der Welt anzuzeigen. Wow, das wissen wir schon. Geh weg. Lass mich raus. Ich habe ehrlich gesagt...
wir müssen da unten nach Süden, genau, und dann da um der Ecke rum und hier vorbei. Ich würde das Schild lesen. Den kriegen wir nicht auf normale Weise weg, wa? Können wir den mit einer... Ja. Okay, wir kriegen trotzdem eine rein. Wir mixen trotzdem... First Target. Au. Au. Kein Mana mehr, was? Wow! Nee, scheiße! Magische Rakete. Witcher ist als erstes dran. Fluppi. Ach, wir hauen mal den weg. Und rauf da. Wir haben echt meine Mana abgezogen, die Schweine. Für meine Fähigkeiten. Nordwesten, Schlosshausen, Nordosten, Heilige Kirche. Aha, Südosten, Flussstadt. Ist das jetzt Flussstadt? Das ist der Typ in Schlosshausen, der jeden erzählt, dass man für jeden Punkt Zähigkeit 1% mehr Erfahrungspunkte bekommt. Wenn man also beispielsweise 15 Punkte Zähigkeit hat, bekommt man 15% plus 15% Erfahrungspunkte. Das ist eigentlich gar nicht mal schlecht, ne? Verschlossen. Ja, klar. So, wen kann ich denn hier ausrauben? Was ist was schön über mich? Ist euch aufgefallen, dass die meisten anderen Häuser keine Betten haben? Stimmt, jetzt wo du sagst, ist ja mal interessant. Oh, Aspirin, das brauchst du. Die Jute, das Muttchen. Hi. Ich mag alt sein, aber der Imperator ist älter als ich. Aber da er unsterblich ist, wird er nicht mürrig und kahl wie ich. Und jetzt runter von meinen Rasen. Unser geliebter Destiny, der Imperator. So sieht er also aus. Was bist du für einer? Wenn ihr nach dem Unterschlupf von Okoros sucht, geht nach Süden, bis ihr eine Stadt an einem Flussbett findet. Überquert den Berg nach Osten und geht dann nach Nordwesten. Wenn ihr etwas anderes sucht, viel Glück dabei. Ach du Scheiße, das ist ja echt der Endweg. Diese Wölfe heutzutage so viel Geld und Zeug dabei. Was ist nur aus unserer Gesellschaft geworden? Meiner Meinung nach ist das alles die Schuld vom Namenlosen. Stimmt, Wölfe mit Geld? Ist ja nicht selten, ne? In Rollenspielen. Die Nonnen im Norden sind eigenartig. Sie geben dir jede Menge Tipps zum Kämpfen. Kung-Fu-Nonnen. Einmal, da ist meine Cousin gestorben, als er noch ein Kind war. Aber jetzt geht es ihnen gut. Ich glaube, er hat ein Extra-Leben benutzt, um wieder auf die Beine zu kommen. Wie ein alles erklärt wird, oder? Das ist ein ziemlich langweiliges Dorf. Die einzige Ablenkung und zufällige Begegnung und die Kirche im Norden. Okay. Wenn dir Doom und Destiny Spaß macht, hilf uns doch mit den guten Bewertungen. Erzähl deinen Freund oder deinen Freundinnen davon und unterstütze es im magischen Netz, bekannt als das Internet, mit einem Kommentar, einem Testbericht oder in sozialen Netzwerken. Auf zur Bewertungsmaschine, auf zum Gesichtsbuch. Nee, dieses Spiel stinkt. Nun, du stinkst noch viel mehr. Verdammte Wölfe, auf dem Weg hierher bin ich auf eine zufällige Bewegung mit drei von denen gestoßen. Einer hat mich gebissen und ich habe angefangen zu bluten. Und jede Runde LP verloren. Glücklicherweise hat es nach fünf Runden aufgehört zu bluten. Hallo, die Herren, wie kann ich für Sie tun? Ah, jetzt können wir wieder eine Suff kaufen. Bam, 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 badam, bam, bam. Wir haben ja noch Rationen. So, das nehmen wir noch Miet. Hi! Ich habe vor, nach Südosten zu gehen. Ich habe gehört, dass es eine belebte Stadt am Fluss gibt. Kann ich hier noch was klauen? Ich hätte gern was geklaut. Hallo? Okay, dann schlafe ich jetzt eine Runde. Hey! Geh weg! 40 Golds für eine Nacht. Möchtet ihr übernachten? Jo. Ja. So. Was machen wir jetzt noch? Wir werden jetzt noch zur Kirche wandern und da machen wir dann das nächste Mal auf jeden Fall weiter. Guck mal da an, ohne Kampf. Ich hätte gerne noch einen Kampf. Ich will noch einen Kampf. Ich will einmal kämpfen. Egal. Alter. Wie komme ich da durch? Ich will an die Kiste ran. Lass mich... Das ist gemein. Das ist richtig gemein. Guck mal, das ist eine Kiste und auf der anderen ist Gold. Eine Statue des ersten afroamerikanischen Magiers. Eine Statue eines standardmäßigen Helds. Yo. Eine Statue eines elfischen Helds. Statue eines zwergischen Helds.
mischte hier durch. Um Himmels Willen, lasst mich! Ey, der hat geblinzelt. Eine Stadt des Zeugs. Der hat doch gerade geblinzelt, oder? Der hat geblinzelt. Werden die hier festgehalten? Aha. Aha. Geheimnis gefunden. Hihihi. Na. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Jetzt komme ich hier nicht mehr raus, oder was? Ah, okay. Nice. Okay, das gleiche nochmal auf der anderen Seite. Das ist ja cool. Was für ein Geheimnis. Ey. Schön durchlassen hier mal, ja? Geheimnis gefunden. Extra Leben. Magischer Supertrank. Extra Leben. Zwei extra Leber und magischer Supertrank. Na, das hat sich doch mal gelohnt. So. Hi. Die lieben mich alle. Bestimmt nur die Reden. Bin der dumme Spann. Willst du mich verarschen? Ich jetzt? Gibst du ihn jetzt hier in jeder Folge? So. Ich habe gehört, dass der namenlose Kinder ist, ohne sich vorher die Hände zu waschen. Unglaublich. Ein Angriff mit Erschütterung. Effekt lähmt und verlangsamt den Gegner für kurze Zeit. Benutzt solche Angriffe weise, da ihr damit euren Gegner auf die Kampfleiste zurückschieben und euch vordrängeln könnt. Jo. Hütet euch vor dem bösen Namenlosen. Er kann durch seine dunklen Kräfte überall sein. Sogar hier. Nur Spaß. Das könnte nützlich für euch sein. Negative Zustände wie brennen, gefroren, müde, bluten und auch ohnmächtig verfliegen nach einem Kampf. Seid vorsichtig, wo ihr hintretet. Hohes Gras und Wälder verdoppeln die Wahrscheinlichkeit, vom Feind angegriffen zu werden. So wie bei Pokémon. Feinde greifen im Kampf immer den Gegner an, auf den sie am wütendsten sind. Das Verursachen von Schaden und auch Heilung erhöht ihre Wut. Wenn ihr wenig LP habt, solltet ihr euren Gegner nicht provozieren, sonst greift er euch an. Lasst ihn mit mehr LP angreifen, damit er abgelenkt wird. Ein Krieger kann seine Gegner kontrollieren, damit sie ihre Angriffe auf ihn konzentrieren. Fertigkeiten und Effekte wie Hate sind äußerst hilfreich. Hass! Was kann Gott euch lehren? Wow! Smooth Criminal? Der braucht kein Glück, nur jede Menge Talent. Was? Geh mit Gott ab. Niederschmettern. Okay, was ist das? Gott gibt dir Geschwindigkeit. Das sind aber... Das ist eine Art Ausrüsten oder was? So, das sind hier wieder... Kugelblitz. Blitz und schocke deinen Gegner mit magischen Kugelblitz. Zum Zwecke dieses magischen Schlags wird dein Gegner immer als böse angesehen. Yo, hier müssen wir wohl noch eine ganze Menge sammeln für. Kann ich irgendwas klauen? Ich möchte noch was klauen. Klingt nicht gut. Hütet euch vor den dunklen Gruft, das ist ein dunkler Ort. Und wenn ich sage dunkel, dann meine ich, dass dort kein Licht ist. Ja, wir haben uns eine Lampe gekauft. Die wird aber was bringen, oder? Wir haben in der Gruft unsere gescheiterten Versuche des Heldenbeschwörungs vergraben. Seid vorsichtig, sie können sehr aggressiv werden. Da hätte ich auch enden können. Okay, Freunde. Wisst ihr, was wir machen? Wir werden uns beim nächsten Mal das angucken. Ja, und dann werden wir uns alle Fähigkeiten kaufen. Weil wir es können. Ist es jetzt gespeichert? Jo. Okay, Freunde, und damit verabschiede ich mich. Bye, bye.